Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Oh yeah. Und wow, Ghoulwache und Ghoulwache. Auf Wiedersehen. Und wie wir hier gerade seht, sind wir gerade bei der Museumsbaubehörde, war das das? Auf jeden Fall bei irgendeiner Behörde vom Museum und haben hier ganz viele Ghoule gefunden. Außerdem haben wir in den letzten Folgen festgestellt, dass irgendwas mit dem Headset nicht stimmt. Und ich habe jetzt mal die Kabel ausgetauscht. Das ziehen wir uns gleich mal rein. Und hoffentlich funktioniert damit alles. Ich habe eine Perücke gefunden. Die nehme ich mit. Und momentan habe ich keine Störung. Also es wird wohl am Kabel gelegen haben. Das freut mich. Es hat nicht am Kabel gelegen. Nur mal so zur Info. Es ist mein Headset tatsächlich. Ich habe mich gerade noch mal ein bisschen erschreckt, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass irgendwas noch passiert. Gut, ich muss mir ein neues Headset holen. Aber dazu erst ein anderes Mal. Erstmal zocken wir bis nächste Woche schön Fallout 3. Und wenn ihr merkt, dass ich mich erschrocken habe, dann liegt das eher am Headset. Weil wenn plötzlich so eine heftige Musik kommt, also er macht automatisch plötzlich hier, ein verstörendes Geräusch auf jeden Fall. Und dieses Radio muss hier doch irgendwo sein. Ich will das ausschalten. Das kann doch nicht sein, dass das hier irgendwo rumtutet. Und ich finde das nicht. Was haben wir denn hier? Splittergranaten? Was machen denn hier die Splittergranaten? Willst du mich verarschen, Radio, ey? Bist du vielleicht in der Toilette, der Damen? Die brauchen bestimmt ein Radio, um auf Klo zu gehen zu können. Oh. Na endlich mal sind die Damen zu was nütze. Die haben mir Nuka-Cola Quantum gebracht. Das ist schön. Hier ist das verdammt laut. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Wir gehen hier weg. Das ist mir zu doof. Ich denke mal, das wird eine Etage über mir sein. Oder unter mir. Eins von beiden. Hört sich eher noch unter mir an, weil hier auch eine Treppe nach unten geht. Wir werden mal schauen, was wir hier so unten finden. Ja, es geht immer weiter runter. Und, ach ja, wir haben ja irgendwas zum Ausfüllen bekommen, ne? Notizen. Griffons Apfelanleitung. Hier spricht Griffon. Hört mal gut zu, ihr Pfeifen. Ich überlasse euch die Führung meines Apfelunternehmens, während ich in Underworld bin. Ihr macht Folgendes. Zunächst einmal schießt ihr auf alle außer mich und euch selbst. Schnüffler sind das Letzte, was ich hier drin gebrauchen kann. Wenn Bixleys Leute vom Projekt Purity aufkreuzen, bezahlt er sie sofort, aber lasst sie nicht herein. Nehmt das Aquapura, schüttet es in der Zwischenzeit in Wannen und Waschbecken und füllt die leeren Flaschen mit aufbereitetem, verstrahltem Wasser. Wenn ihr genug Flaschen zusammen habt, bringt ihr sie zu mir nach Underworld. Ich nehme euch die neuen Flaschen ab und gebe euch euren Anteil. Ah ja, haltet eure fettigen Schädel von den Perücken fern. Das meine ich ernst. Ich glaube, die haben das nicht getan. Metrokarte bei Wasserflugplatz. Wir haben einen neuen Auftrag bekommen. Das ist ja schön. Das fantastische Aquacura. Griffon wegen der Operation im Gebäude des Museums würde zur Rede stellen. Wenn wir machen, aber erstmal schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Zerstören alles, was er hier aufgebaut hat. Der Sack. Hier irgendwo muss es sein, das Radio. Ich denke mal, das wird hier unten in der Etage sein, unter mir. Vielleicht kann ich es ausschalten, ey. Halleluja. Da ist es. Dreckiges Radio, ey. Was liegt denn hier alles rum? Aquacura. Das sieht nicht wirklich sauber aus. Nur mal so zur Info. Hier ist nochmal Aquacura, aber das ist normales Wasser, also ganz ehrlich. Das benötige ich ja wohl überhaupt nicht. Ja, mein... Was sind das für Geräusche? Ich kapier's nicht. Die Perücken. Wie cool. Das hat gerade überhaupt gar nicht gepasst zu dem, was ich hier gerade gemacht habe. Aber naja, gut. Sollen die Geräusche halt kommen? Ich bin jetzt mittlerweile vorgewarnt, wieso ist hier so viel Licht? Aquapura-Kiste. Was wollen die alle mit ihrem Aquapura, ganz ehrlich? Achso, das haben wir ja gerade schon reingeguckt, oder?
Mehr gab's hier nicht. An Wachen. Das war's. Na gut. Gehen wir halt wieder hoch. Na, wir haben eine schöne Nuka-Cola Quantum bekommen. Das ist schon ganz cool. Und gehen jetzt mal zu Griffin. Mal gucken, was der zu sagen hat. 3 Ghoul-Wachen waren hier. Dass die keine Angst haben, dass sie... Achso, Supermutanten machen den ja jetzt. Stimmt ja, stimmt ja. Supermutanten sind ja freundlich gegenüber Ghoulen. Weswegen auch immer. Irgendwie sind das ja auch schon Menschen. Ist ja wirklich alles Menschen. Ich meine, die Ghoule beschweren sich, dass sie nicht für Menschen, mit Menschenwürde behandelt werden, aber da müssen sie doch auch irgendwas gegen die Supermutanten sagen, oder? Dass die denen auch mal ein bisschen hier die Hölle heiß machen. Kann ich hier rein? Myerlock Nestloch. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn wir da reingehen. Gerade mit meinem bisschen Leben, was ich habe. Aber wir schauen hier mal vorbei. Vielleicht gibt es hier irgendwas Schönes. Irgendwas zum Looten. Oder waren wir hier schon mal drin? Weil hier ist irgendwie nichts. Ah, da ist der erste Gegner. Oh mein Gott. Das war so ein König. Krass. Wachschalen, okay. Schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um, ne? Ich will hier hoch. Achso, da komme ich sowieso hier hoch wahrscheinlich, oder? Wenn ich hier durchgehe, ja. Dachte ich jedenfalls. Es geht nur weiter runter, gut. Gehen wir halt weiter runter. Macht auch nichts. Hier sind überall Maioler Könige. Das ist ja unschön. Das gefällt mir überhaupt nicht mit meinem bisschen Leben. Ich bezweifle auch, dass ich hier unten ein Bett finden werde. Oh Gott. Ah, verkuppelt. Wo komme ich hier hin? Ich muss es irgendwas Besonderes geben. Das ist nicht auf der Karte verzeichnet. Ich brauche mehr 3 Strahlengewehre. Wo ist man die auch bestimmt kaufen können, oder? Skelette. Oh, da sind 2 Gegner. Bist du ein König? Da sind 2 Könige. Ich habe nicht genügend Leben, lass mich in Ruhe. Ich schieß dir gleich in die Eier, ey, wenn du mich verpisst. Okay, wir werden vorsichtshalber uns nochmal ein... Haben wir eigentlich normales Wasser dabei oder so? Aufbereitetes Wasser. So, dann ist wenigstens auch dieses Geräusch weg, weißt du? Dün, 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 dün. Das geht ja voll auf den Sack. So. Ist das schon das Ende? Ja, leck mich die dämliche Skelett. Da macht mir das Skelett Schaden und dann plötzlich ist die scheiß Stimme wieder. Ist das scheiß Ding, jetzt krieg ich sie weg. Fleisch vom Jungen? Darum bin ich hergekommen oder bin ich deswegen hergekommen? Ah, schmutziges Wasser. Ja, das muss der Grund sein, warum ich hier bin. Und natürlich eine Kamera. Ganz vergessen, dass ich sie ja gesucht habe, ne? Oh, Red X. Ein Sturmgewehr. Also hier ist auf jeden Fall deren Beute, damit, falls die Küken schlüpfen, das richtig abgehen kann. Und ansonsten ist hier nur noch ein Fluchtweg. Mit Mentats und ein Redaway. Ja, herzlichen Dank auch. Das hat sich jetzt mal nicht gelohnt, hier zu gehen. Oder wir gucken mal auf die lokale Karte. Hier ist noch ein Gang. Gehen wir mal da lang. Vielleicht finden wir hier irgendwas Passendes, irgendwas Schönes. Ein Stimpack und Fleisch und Bohnen. Yeah. War es das ehrlich? Nee, wir sind doch vorbeigelaufen.
verstehe, ein Geheimgang hier oben. Nicht so wirklich. Vielleicht doch hier um die Ecke? Geht das hier doch weiter, als ich dachte? Irgendwelche Gerüste. Ich meine, wie entsteht denn sowas bitte? Können wir hier hoch? Schwul. Bahnen wir mal wieder unseren Weg hier oben. Nichts. Also vielleicht muss ich eine Etage höher. Das ist das Einzige, was ich mir erklären kann, weil... Genau hier muss ein Gang sein. Oder ist es der da? Ah. Sehr schön. Ein Geheimgang. Hätten wir jetzt nicht auf die Karte geguckt, hätten wir es nicht gefunden. Brahmin. Huch. Sorry, ich habe deinen Kampfmesser mitgenommen. Ich hoffe, du brauchst das nicht mehr. Was haben wir hier? Ein Koffer? Wieso sind alle Koffer leer? Was soll denn das? Darauf war ich nicht vorbereitet. Hi, Marlock. Ich muss nachladen. Bitte komm nicht angerannt. Aha, Headshot. Wow. Könntest du aufhören damit? Das ist nicht freundlich. Ach ja, die haben hier überhaupt kein Loot. Nur Scheiße sind die. Huch, was habe ich damit genommen? Ich habe keine Ahnung. Wird schon irgendwie einen Nutzen haben. Bleirohr. Noch ein Koffer, der leer ist, oder? Oh, ein voller Koffer mit schmutziger Vorkriegskleidung. Das brauchen die Meyerlocks. Das sammeln die, glaube ich. Wo bin ich jetzt hier? Ah, das geht einmal rum. Das war kein Geheimgang. Das war einfach nur eine andere, ja, Richtung. Die wir einschlagen hätten können. Yeah. Das hat sich jetzt auch vollkommen gelohnt, hierher zu kommen. Naja, was soll's. Ein Ort mehr entdeckt und erkundet. Wir sind Pros. Yeah. Hätte ich das jetzt nicht gesehen, hätten wir ein Problem gehabt. Aber wobei, ich glaube, ich habe das schon mal gesehen, aber bin nicht reingegangen. Ich glaube, das war's. Dann gehen wir mal hier rüber. Schauen, was es hier für ein Gebäude gibt. Ich glaube nämlich, die meisten Gebäude waren noch gar nicht da. Die sind erst mit dem DLC gekommen, da wo wir reingegangen sind. Was ist das da hinten? Alter, Handy! Handy! Oh Gott, mein Handy dreht durch. So. Mein Handy wollte anscheinend irgendwie mal wieder E-Mails laden und hat sich gedacht, störe ich mal schön die Kopfhörer von Zero. Naja. Gehen wir mal nach... Hazmat Disposal Site L5, das ist nicht deutsch. Das ist nicht deutsch. Das ist also auch in einem Add-on dazu gekommen, wahrscheinlich Broken Steel. So wie das Aquapura-Ding ins Kirchenskar gerade. Und schauen wir mal hier rein. Oh, Coca-Cola sind immer sehr willkommen bei mir. Ah, jedes Mal, wenn ich 10 Nuka-Colas sammle, wird daraus eine Nuka-Cola-Quantum. Ich verstehe. Gut, die eisgekühlten Nuka-Colas waren dann halt für den Arsch. Ist halt so, ne? Oh mein Gott, ich muss nachladen. Um Himmels Willen. Mach das nicht nochmal mit mir. Ich habe ein schwaches Herz. Ah! Ich hab gesagt, ich habe ein schwaches Herz! Pisser, ey. Erschreckt mich erstmal zu, oder ist das eine Falle? Nein. Okay. Wo zum Teufel sind wir hier? Das sieht auf jeden Fall nicht nach einer normalen Metro aus. So viel kann ich euch sagen. Fick die Wand an. Ah, ich bin am Boden. Am Boden liegende abgeschossen. Ich bin so ein Held.
Danke für die Kronkorken. Wir haben das Spiel zwar fast... Spiel ist zwar fast vorbei. Und ich habe all meine Kronkorken noch, aber naja. Ich meine, es geht schlimmer. Wir können ja das Geld immer noch ausgeben, indem wir irgendeinen Scheiß kaufen. Ja, leck mich. Nicht dein Ernst hier, ey. Oh Gott, nein, ich hab mal wieder ein Stealth-Pack benutzt, ne? Hallo. Eigentlich könnten wir die Ghoul-Maske anziehen, ne? Fick dich! Ja. Du dreckiger Ghoul. Na, Freunde, ich würde sagen, wir ziehen uns gleich mal die Ghoul-Maske an und überraschen die Ghule. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.